Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Star Wars Battlefront im Spielmodus Wendepunkt. Aber bevor wir uns den Geschehen zuwenden, möchte ich mal kurz durch die Freischaltung gehen, denn wir haben wieder einige Credits beisammen und wie wir sehen, gab es natürlich kein neues Update, was irgendwie hier Neuerungen rausgebracht hätte, neue Waffen oder so. Von daher, ja, erledigt sich das. Aussehen, ja, da habe ich auch schon mal was gesagt. Hier diese ganzen Skins zu kaufen, macht für mich wenig Sinn, weil ich eh immer den Shadow Trooper spielen werde. Genauso auf der Seite der Rebellen, die ich jetzt gerade nicht kaufen kann. Ja, da würde sich eventuell noch die Twi'lek anbieten, denn ich mag Twi'lek, aber ja, ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Und bei den Emotes haben wir im Moment Daumen hoch ausgerüstet. Den hatte ich mir gekauft, dann das Muskelspiel und Niemals. Und die finde ich eigentlich recht gut, die Emotes. Von daher brauche ich da jetzt eigentlich auch nichts Neues. Das heißt, ich könnte mal schauen, was wir hier Karten-Upgrades haben. Macht da noch irgendwas Sinn? Den explosiven Schuss, den könnte ich vielleicht mal upgraden. Das werde ich tun. Denn der soll ja auch recht gut sein. Und jetzt sind es nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen generell, die wir upgraden können. Aber das sind alles Sachen, die ich nie benutze. Von daher bin ich mir da auch nicht so sicher, ob ich das überhaupt machen soll. Erstmal gehen wir voll ins Geschehen. Ja, könnte mich hier, nachdem ich diese Episode mal aufnehme, könnte ich mich eigentlich mal informieren und schauen, ob irgendwo News zu finden sind, wann das DLC kommt und was das DLC beinhalten soll. Vielleicht gibt es da ja schon irgendwas. Wieso habe ich eigentlich keine Impulse? Null steht da. Das muss aber ein Bug sein. Wir verlieren gleich einen Kontrollpunkt an die Rebellen. Hoffe ich mal, dass das ein Bug ist. Kein Kontakt möglich. Boah, Alter, das waren ja vier oder so in einer Reihe, die dort auf mich schießen konnten. Mich hat es generell gewundert, dass ich den einen überhaupt noch mitnehmen konnte. Oh, 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 wir müssen auf jeden Fall dringend darüber. Wieso habe ich keine Scan-Impulse mehr? Ich hoffe, das ist ein Bug. Wenn ich nicht irgendwie auf der Taste gelegen habe über Nacht und er die ganzen Scan-Impulse verbraucht hat, müsste ich eigentlich noch genug haben. Um die 90 oder um die 100. Oh, da schießt mir einer in den Rücken von rechts. Ich verstehe aber auch nicht, was mein Team da gerade wieder macht. Verstehe ich echt nicht. Da steht minus 7. Wir haben einen Kontrollpunkt verloren. 7 Leute sind da am Einnehmen und keiner rennt hin. Das ist mal wieder hier ein Rape von Feinsten, habe ich so das Gefühl. Aber wo man natürlich sagen muss, dass hier in diesem Part die Rebellen immer im Vorteil sind. Vorne verstecke ich mich immer gerne. Boah, aber hier kommen schon die Rebellen. Na, du bist ein ganz schneller, ne? Du bist ein ganz schneller. Oh. Mann, ich bin aber auch schlecht. Der Polish Varia. Der polierte... polierte Krieger. Nein, der polnische natürlich. Das Rebellenpack übernimmt gleich einen Kontrollpunkt. Ja, bin ich mal überzeugt, dass sie wieder einen Kontrollpunkt übernehmen, weil mein Team so unfähig ist. So, wo sind sie denn, die Limitchen? Da unten sitzt doch bestimmt einer drin, oder? Ja. So, weg mit euch. Aber mein Team hat wieder einen Finger im Arsch. Denn da hinten sind sie am Einnehmen und es interessiert einfach niemanden. Sie wollen einen Kontrollpunkt übernehmen. Was willst du da tun? Feindliche Einheiten in der Zone. So, wir haben noch ein Fitzelchen. Haben wir noch die Chance, das hier zu halten. Und ich wette, jetzt gleich nehmen sie hinten ein. Jetzt, wo ich hier bin. Wieso wirfst du eine Granate in mein Gesicht? Wieso tust du das?
Wir verlieren einen Seht ihr, jetzt verlieren wir den anderen Kontrollpunkt. Das war mir sowas von klar. Und wieso habe ich keine Scannerpulse? Ah, jetzt. Ich muss es einfach mal einmal benutzen. War ein Anzeigebug. Also 92 habe ich jetzt noch. Ich hatte noch 93. Ja, okay, der war daneben. Das muss ich gestehen. Ausnahmsweise mal, wo ich ja sonst so perfekt bin. Und nie Fehler mache. Da war das wirklich ein Fehler meinerseits. So, wo seid ihr denn? Diese Sprungpack, Leute. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Oh, ich sollte aber hier in der Verteidigungszone bleiben. Nicht zu stark rumpimmeln. Haha, besiegt. Ah, jetzt habe ich gerade... Ich habe gerade einen Ausfall gehabt von meinem Bildschirm. Ich weiß nicht, der macht heute irgendwie Probleme. Ich habe zwischendurch so kurze Zeiten so einen schwarzen Bildschirm. Wenn man hier so FPS spielt, nicht so praktisch. Oh, du willst doch einen ins Gesicht da unten. Wusste ich doch, dass du einen ins Gesicht willst. Du hast da nämlich schon so schön rumgepimmelt. Jetzt würdest du da irgendwas... Boah, ich wollte die ganze Zeit mit meinem Sprengsatz, also mit meinem Thermaldetonator. Holst du alle weg. Überlass ihn nicht den Rebellen. Die ganzen Kackboons. Was bist du denn da so am Schießen? Ja, du kriegst erstmal schön ins Gesicht von mir. Die Rebellen erobern einen Kontrollpunkt. Greift sie an, wenn ihr bereit seid. Bam, Junge. Oh, oh, oh. Oh, von rechts. Shit. Oh, jetzt schnell aber hin. Schnell hin, schnell hin. Partnerstart, ich hoffe, der ist... Ja. Nein, mein Partner ist genau am falschen Punkt. Geh da hinten hin. Da ist die Kacke am Dampfen. Hier vorne ist alles fresh. Hier ist es nicht fresh. Guckt euch das Zipfelchen an, was wir hier haben, ey. Das ist echt... Feindliche Einheiten in der Nähe. Verteidigt. Jawohl. So, jetzt mach ich ein bisschen Offensive. Ey, wer schießt auf mich? Ach, der scheiß A-Wing. Oh, ich hasse euch. Kommen hier noch irgendwo Menschen? Verteidigt da unten. Kontrollpunkt. Überlasst ihn nicht den Rebellen. Jawohl, ich dachte, ich hätte daneben geschossen. Oh, würde mich das abfacken, wenn ich der Typ wäre. Wenn ich da so über das freie Feld laufe und dann irgend so ein Camper mich erschießt. Aber auf Imperium-Seite darf man campen. Denn wir müssen das nochmal hier verteidigen. Wie willst du das anders machen, also außer zu campen? Vor allen Dingen, wenn du hier so ein Fitzelchen hast. Wäre man ja dumm, oder? Wenn man nicht campen würde und du bist tot. Oh, du bist nicht tot? Wie hast du das geschafft, da auszuweichen? Wir haben einen Kontrollpunkt verloren. Im Ernst jetzt? Wir haben den Kontrollpunkt... Oh Gott. Mein Team ist so schlecht. Mein Team ist so schlecht. So, jetzt haben wir ja wirklich nur noch diesen letzten Punkt. Aber wir haben den letzten Punkt noch recht gut gehalten. Deswegen jetzt nur, wenn ich die nicht nochmal Bonus bekomme. Doch, sie bekommen nochmal 3 Minuten Bonus. 5 Minuten 45 Sekunden Zeit, hier das einzunehmen. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Am einfachsten ist es eigentlich für die Rebellen jetzt direkt am Anfang, ein bisschen Bodenblut zu machen. Deswegen muss ich jetzt besonders gut aufpassen. Jetzt, wo wir noch nicht so in der Verteidigung gestärkt sind. Du kriegst erstmal schön ins Gesicht, Junge. Okay, da war mein Teammate schon vor. Dann kriegst du halt ins Gesicht. Und du auch, Junge. Und du auch. Du kriegst alle ins Gesicht. Es ist genug für euch alle da. Es ist genug für euch alle da. Ich hole euch alle, Leute. Ich hole euch alle. Das ist kein Problem, das ist überhaupt kein Problem für mich.
Und vor allen Dingen, wenn ich dabei noch jede Menge Scheiße rede, das ist noch weniger ein Problem für mich. Hä, da muss doch einer sein. Da wird mir doch einer angezeigt. Egal. Wir sind hier verteidigen, dann kriege ich immer schön Punkte fürs Verteidigen, wenn ich hier drin stehe. Und schieße einem anderen ins Gesicht. Oh. Gibt's ja wohl nicht. Also von hier kommen sie alle. Dahinter sind die am Pimmeln. Ich hole ich mir, Leute. Oh, alle tot. Die haben tatsächlich deinen Kontrollpunkt ein bisschen eingenommen, obwohl hier 100 Leute stehen, die verteidigen können. Oh, jetzt kommen sie aber hier von allen Seiten. Da muss ich meinem Teammate hier ein bisschen helfen mal. Ah, oh, da war noch einer. Sowas kann ich nicht verstehen, dieser Polish Warrior. Wie man da so defensiv sein kann als Rebell. Ich meine, die haben schon 2 Minuten verloren und haben noch so gut wie nichts eingenommen. Und es wird immer schwerer, je mehr die Zeit voranschreitet. Partnerstart. Volle Konzentration. Rebell aktiviert. Hat der voll was gebracht, der Partnerstart. Partnerstart. Boah, wo läuft mein Partner da rum, ey? Der ist ja voll in dem Shit drin. Oh Gott, ich habe aber auch gerade ein Pech. Wie oft bin ich jetzt gestorben? 3 oder 4 Mal hintereinander. Da war meine Stat ja richtig gut. Jetzt ist sie wieder verkackt, dank meines verkackten Partners, der da die schlechteste Posi der Welt hat. Ja, von da hinten kommen auf jeden Fall welche. Oh, ich habe hier gerade überhaupt keine Chance. Ich krieg nur in die Fresse von Granaten und Fahrzeugen. Ich muss mich mal ein bisschen außen vorwagen. Ich camp ja auch immer da hinten, wo ich jetzt gerade auf die Fresse bekomme. Da verstecke ich mich auch immer. Sturmtruppen weg. So, da hinten habe ich noch einen gesehen. Zeigt euch. Die feigen Ratten. Oh nein, immer. Ey, der regt mich so auf, der Typ, ey. Ich hasse diese Leute einfach wirklich abgrundtief. Wie kann man so einen kleinen Penis haben wie diese Typen, ey, die ganze Zeit nichts anderes zu tun haben, als in ihren A-Wing rumzufliegen, rumzudrehen und jetzt hier wieder auf irgendwelche Fußsoldaten zu schießen, ey. Boah, wie kann man so eine Muschi sein, ey, ohne Witz. Da gehört wirklich überhaupt nichts an Skill zu. Das ist einfach nur, oh, das ist einfach nur mega lame. Wie konnte mich denn diese Annäherungsbombe gerade bitte töten? Das Rebellenpack erobert den letzten Kontrollpunkt. Wir müssen sie aufhalten. Ja, wir müssen auf jeden Fall Druck aufbauen. Konzentriert euch. Rebellen nähern sich. Was macht er? Wo will er hin? So, Granate rein. Das wird auf jeden Fall jetzt hier ein einziges Chaos. So viel kann man schon sagen. Versuchen einfach das Beste draus zu machen. So, du kriegst erstmal einen ins Gesicht, Junge. War das dieser Kommandant? Ja, das war dieses Arschloch, was im A-Wing unterwegs war. Das freut mich natürlich besonders. So, 30 Sekunden noch. Das haben wir doch. Das haben wir doch safe. Das kann doch eigentlich gar nicht mehr schief gehen. Oh, der Malenbloder, weg da! Boah. Oh, und dann krieg ich einen Thermaldetonator in die Fresse. Wie willst du denn da ausweichen? So, aber 5 Sekunden nur noch. Sollte zu machen sein. Vielleicht werde ich sogar... Nee, Polish Warrior hat die meisten. Aber aus meinem Team war ich auf jeden Fall der Überzeugendste mit den meisten Punkten und den meisten Kills. Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
euer Silent.